Ja, Freunde, und hier sind wir. Es geht in Endoffensive. Wie gesagt, Point of No Return. Hier geht's nicht mehr zurück. Versuchen wir das Ganze. Ich habe natürlich gespeichert hier. Und ja, auf geht's. So, wo müssen wir hin? Das ist die Frage. Jo. Allein, Alpen. Ich habe Sichtkontakt zu Croft. Sie darf keine Schweiz in die Kammer der Seelen. Konstantin. Sophia, könnt ihr ihn mit dem Katapult treffen? Wir versuchen. Mach dich bereit. Ich glaube nicht, dass ihr damit trefft. Wir versuchen es weiter. Wir laden das Katapult nach. Was Moment. Soll ich machen? Der Helikopter ist zu schnell. Wir werden ihn niemals treffen. Warte, ich habe eine Idee. Wenn ich auf den Feuerball schieße, trifft die Explosion vielleicht den Heli. Hoffentlich hast du recht. Gib uns das Signal. Wir sind bereit. Und Feuer! Und los geht's! Muss der Feindling selber kämpfen! Ja, verdammt! Schickt eine Einheit! Sofort! Ich will sie tot sehen! Keine Chance. Ja, es ist sau schwer, Leute. Sau schwer. Ich hab schon wieder keine Munition. Schön jenseitig bleiben.
Ich bin noch nicht fertig! Gib uns Zeit, Laura! Wir laden nach! Oh, genau. Das gibt's ja gar nicht. Soll ich mich hier verstecken? Wir richten das Gegengewicht neu aus. Und gleich bereit. Ich weiß gar nicht. Das ist ja wohl der Hammer. Gib den Befehl, Laura! Wir sind schussbereit! Und Feuer! Ihr habt gehört! Feuer! Ja, wo ist er dann? Nochmal, Sophia! Och, hör doch auf, ey! Was ist das für eine Scheiße hier? Da kriege ich echt flack. Also so langsam kotzt mich das hier jetzt an. Ja, fall nochmal runter. Das Signal, gib das Signal, ich komme gar nicht dazu. Und wenn ich oben bin, guckt euch das an hier. Heben Sie auf, ja. Die Quelle war immer gut. Jetzt! Und los geht's! Das war's. Dieses Schwein. Dieser Penner, ey. Verdammt! Wenn da unten noch irgendwer am Leben ist, ich will Croft tot sehen. Das ist der letzte Befehl. Schon wieder da hoch. Lara, wir werden angegriffen. Wir versuchen, das Schwein loszuwerden. Ihr müsst sofort da weg. Nein, wir führen den Kampf zu Ende. Danke, Sophia. Oh, ja, ey, wieso geht denn das jetzt nicht? Hör doch auf. Schießt mal da oben drauf wie ein Dover und das geht gar nichts. So, damit triffst du überhaupt nichts. Lara, dann schießt doch mal da oben rum, oder? Oh, hör auf, hör auf! Also, Leute, ey, das ist echt zum Kotzen. Ja, mit der Pistole schieße ich auf 50 Meter auf diese Feuer da oben, dann kippe die um und dann mit der Pumpgun aus 3 Meter Entfernung geht gar nichts. Kriegst du diese Dinger da oben nicht kaputt. Thank you.
Guck dir das an. Kommt nur, Freunde, kommt hier hoch. Wieso schießt du denn jetzt nicht? Leute, ich kotze gleich. Echt, ich kotze hier gleich ab. Das ist doch alles nicht normal. Halt ein bisschen mehr bewegen, ganz einfach. Keine Munition mehr, oder was? Mann, 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 Leute, wie viele sind's denn noch? Was war's mit Heilen? Ja, haben wir überhaupt noch irgendwas? Keine Ahnung. Da ist nichts mehr mit heilen. Aber wir haben die Typen noch platt gekriegt. Der Moment, der kommt nochmal. Dieser Penner. Bringen wir es zu Ende! Ich habe noch einen Schuss in der Pump. Yeah.
keine Pfeile. Nicht bewegen. Gott sei Dank. Wir haben das geschafft hier, Leute, wie es aussieht. Jetzt müssen wir uns erstmal nochmal aufmunitionieren. Wahnsinn. 18 Schuss. Da gibt's nichts. Alles ab und gucken, ob wir noch was finden hier. Nee, das ist nur eine Sprengladung. Hier. Das ist auch nichts mehr. Jetzt sind wir gleich an dem Heli. Hier haben wir auch noch ein paar gekillt. Och ja, ist klar. Jetzt nur sie und ich, Lara. Sie haben keine Waffen, keine Helfer, keine Hoffnung. So, zu ihrem Grab. Habe ich ihn gedrückt. Blutet er noch irgendwo vor sich hin, während sie sich vor mir verstecken? Ja, mein Freund. Noch bin ich nicht.
Sie vor. Ich kann es besiegen. Verstecken ist ziellos. Fügen Sie sich Gottes Willen. Meine Fresse, dieser Dreckarsch, ey. Jetzt nur Sie und ich, Lara. Sie haben keine Waffen, keine Hände, keine Hoffnung. Die Sorge zu Ihrem Grab werden. Ich hab sie. Das gibt's doch gar nicht. Der trifft mich mit 3 Salven, dann ist das Spiel vorbei. Mann, ey, jetzt ist aber Schluss. Jetzt nur Sie und ich, Lara. Sie haben keine Waffen, keine Hände, keine Hoffnung. Ich soll zu Ihrem Grab werden. Kämpfen Sie mit mir! Verstecken Sie sich nicht im Schatten! Sie sind aus härterem Holz geschnitzt als Ihre Freunde. Sie können sich nicht verstecken. So, dann kannst du die Dinger nicht aufheben. Wahnsinn! Wahnsinn! Tot! Zack! Also hochklettern auf die Dinger, das ist auch nicht. Ja, der trifft alles! Das ist geil, der trifft alles! Oh, ich kann sie nicht werfen, weil sie schon weggeworfen hat. Kämpfen Sie mit mir! Verstecken Sie sich nicht im Schatten! Sie sind aus härterem Holz geschnitzt als Ihre Freunde! Ja, dann nimm das doch! Ich frage mich, haben Sie Ihren Freund Jonah sterben? Der Rauch kommt. Wo ist er denn? Ich weiß nicht, wo er ist. Ah, hier. Verblutet er noch irgendwo vor sich hin? Kann man jetzt hier hoch, oder? Warum umgeben Sie sich mit Leuten, die schwächer sind als Sie? Also Nahkampfangriff kannst du auch total vergessen. Geht doch nicht. Geht doch nicht mal wirklich um. Fertig. Jetzt nur Sie und ich, Lara. Sie haben keine Waffen, keine Hände, keine Hoffnung. Ich soll auch zu Ihrem Grab werden. Ich hab gesagt, Sie kommen nicht. Kämpfen Sie mit! Ich frage.
Folge mich. Haben Sie Ihren Freund Jonas sterben sehen? Deine Bauchkunde ist ein hässlicher Tod. Sie gehört nicht. Nur blutet er noch irgendwo vor sich hin, während sie sich vor mir verlassen. Warum umgeben Sie sich mit Leuten, die schwächer sind als Sie? Das sind keine Treffer, die ich hier lande. Super, jetzt ist er wieder da. Hab ich jetzt nicht. War das jetzt ein Treffer? Ich weiß nicht. Ich sehe sie. Tja. Leute, ich weiß nicht, wie ich diesen Dreckarsch platt machen soll. Ich habe keine Ahnung. Jetzt nur sie und ich, Lara. Sie haben keine Waffen, keine Hilfe, keine Hoffnung. Sie können sich nicht verstecken. Ja, dann wirf doch, Lara. Oh, hör doch auf. Ja, ich weiß nicht, wo die Dose ist. Die ich eben aufgehoben habe und gebaut habe. Keine Ahnung. Ich frage mich, haben Sie Ihren... Verblutet er noch irgendwo vor sich hin, während sie sich vor mir verstecken. Nichts mehr heilen, das ist Ende Gelände. Ja, bumm. Also, das ist ein Schaffen hier. Warum geben sie sich mit Leuten, die schwächer sind als sie? Ich kann sie sehen. Wieder kein Treffer. Er trifft aber. Ich weiß nicht, war das jetzt der zehnte Tod? Ich habe keine Ahnung. Immer wieder diese Scheiße hier. Also so langsam kann ich das kotzen. Jetzt nur Sie und ich. Sie haben keine Waffen, keine Hände. Hebt sie nicht auf. Dieser Ort zu ihrem Grab. Ja, keine Ahnung, war das jetzt ein Treffer? Ich frage mich, haben Sie Ihren Freund schon... Yeah!
Turbo vor sich hin, während sie sich vor mir versteckt. Wir kaufen. Dann nimm doch! Warum umgeben Sie sich mit Leuten, die schwächer sind als Sie? Stille. Tja, auch wieder kein Treffer. Denn? Heb doch mal die Dose hier auf. Das wird nicht gehen. Ja, hat die Dose jetzt wieder nicht gestorben. Versteckt ist sinnlos. Fühlen Sie sich Gottes Willen. Ach so, ich glaube, ich hab's rausgefunden. Ich glaube, ich weiß, wie es geht, Leute. Nach 8,5 Jahren versuchen und nicht schaffen. Sie können sich nicht verstecken. Ich brauche noch eine Dose. Ja. Alles klar. So, du Dreckarsch. Jetzt weiß ich, was ich mache. Stille.
war ja schon mal ein erster guter Versuch. Mein Schicksal liegt in der Kammer der Seelen. Jetzt. Mann, ja genau. Er hätte es nie so weit geschafft. Mein Held ist sinnlos. Fügen Sie sich Gottes Willen. Ja, ich kannte ihn, als meine Schwester sich... Oh Gott, da drücke ich auf D anstatt auf F. Leute, ich verliere gleich die Nerven. Ich bin total am Ende. Das geht doch gar nicht. Ach, jetzt sind wir aber hier. Ja, was ist denn? Das glaub ich nicht. Nochmal. War's das jetzt, oder? Du Drecksau. Das ist nicht mein Schicksal. Ich bin bestimmt zu größeren. Das war niemals ihr Schicksal. Ihre Schwester hat ihnen das eingeredet. Was getan. Das alles. Halt die Schnauze, du Penner. Es klingelt bei mir noch das Telefon im Hintergrund. Fast alles. Halt! Trinity hat ihren Vater getötet! Nein! Sie lügen! Er flehte um sein Leben. Und als ihm das misslang, flehte er um ihres. Ja, du Dreckarsch. Fahren Sie zur Hölle. So, jetzt speichern wir hier ab. Leute. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, hier ist der Bam Bam und hier ist das nächste Let's Play. Bis dahin. Tschüss, Kosten.